Schön, dass ihr wieder hier seid bei der nächsten Mod-Vorstellung. Beziehungsweise zeige ich euch, wie der Mod funktioniert. Wir haben hier den Mod namens Das Ding. Der beste Name ever. Gefällt mir voll gut. Ja, es ist angeblich kein realistischer Mod. Also für die, die es realistisch haben wollen, jetzt wegschalten. Geht nicht. So, was macht das Teil? Man kann es hier vorne ranhängen. Geht hier raus und wird hier verteilt. Das von außen her kann man schon erraten, was das macht. Ja, man kann zwei Anhänger anhängen. Hier unten haben wir noch eine Achse mit zwei Rädern, um das ganze Stützlastgewicht hier besser zu verteilen. Was natürlich ein bisschen komisch wäre, wenn man nur einen Anhänger anhängen würde, dann würde das kippen, aber wie gesagt, nicht real. Gut, dann schauen wir uns das Ganze mal an. So, ich habe schon ein bisschen getestet, ich habe auch schon vorher ein Video aufgenommen und so. Nur da bin ich drauf gekommen, irgendwie hat der Teil nicht funktioniert. Und jetzt weiß ich auch, warum das nicht funktioniert hat. Es ist nämlich so, ich habe das nicht so ganz beachtet. Man sieht ja, hier ist eine Kugel, das heißt, es kann nur Anhänger anhängen, die eine Kugel hat. Also an der Kugel angehängt wird. Ich weiß nicht genau, wie man das Teil da unten jetzt nennt mit der Kugel. Das hat ja einen eigenen Fachbegriff. Aber einfach den Kugelanhänger nenne ich sie jetzt einfach. So, das heißt, dieser Anhänger würde gehen, der nicht und der auch nicht. Und das ist schon etwas, was ich schade finde. Natürlich ist es so blöd, wenn man das da ranhängen würde, weil es relativ tief ist. Aber man ist dann immer nur auf gewisse Hänger gebunden ist. Also da wäre cool gewesen, wenn da alle funktionieren würden. Man sieht ja, ich habe ja hier schon zwei gekauft, hier zwei gekauft und dann den gekauft. Da bin ich drauf gekommen, okay, der funktioniert. So, hier habe ich dann mal zwei etwas größer gekauft. Wenn man die so kauft, sind die genau nebeneinander, wenn man beide nacheinander kauft. Und der Vorteil ist, der Abstand hier entspricht genau den Abstand hier. Das heißt, wenn man die Anhänger neu kauft, kann man sie einfach anhängen. Wenn man es natürlich kann, so wie ich bin natürlich darin voll der Noob, muss ich ehrlich sagen. Beziehungsweise meines Erachtens liegt das irgendwie an Schlepper. Ich komme mit diesem Schlepper überhaupt nicht klar. Aber wir werden es trotzdem schaffen. So. Oh, das ist ein guter Start. Das schaut gut aus. So, wir haben schon unten rechts, sieht man schon, man kann anhängen. Einmal angehängt, erster Anhänger ist angehängt. Zweiter Mal, zweiter Anhänger ist angehängt. Und ihr werdet erraten, man kann jetzt beide Anhänger ziehen. So. So weit und so gut, alles schön. Läuft alles wunderbar. Man kann das auch direkt an den Häcksler anhängen, wenn man möchte. Und jetzt schauen wir uns mal das ganze Kurvenwahl an. Das bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Und. Ja, eigentlich läuft das relativ gut. Man muss relativ weit die Kurve ausholen, damit man um die Kurve kommt. Weil man eben natürlich um einiges länger ist. Aber die Anhänger kommen sich nicht in die Quere. Es funktioniert wunderbar. Man kann halt so pipi fein, ganz schön hinten beim Häckseln gleich zwei Anhänger ziehen. Wie gesagt, real oder nicht, sei es drum, es ist egal, es geht hauptsächlich darum, dass der Mod einfach da ist und Spaß macht für die Leute, die es wollen. Die Leute, die es nicht wollen und die es unrealistisch finden, bitte lasst den Mod einfach stehen, geht weiter, es gibt genügend realistische Mods. Ich bevorzuge meistens sowieso Leute, die eher ein bisschen kreativere Mods bauen, denn dafür ist ein Spiel für mich da. Nur alles realistisch finde ich persönlich nicht gut. Da bin ich eher der Typ, der sagt, ein bisschen Abwechslung muss sein, deswegen habe ich auch Mods teilweise entwickelt, die nicht real sind oder nicht zu 100%, aber dafür Spaß machen und das Leben erleichtern. Und das ist definitiv ein Mod, der das Leben enorm erleichtert in der DS. Egal ob real oder nicht, das kann sich ja jeder selbst entscheiden. Gut, dann schauen wir das gute Stück mal in Stopp an. Das ist ja hier unter Lollis eingepackt. Hier ist es 2. Warum 2? Keine Ahnung, aber das ist das Ding, ne? Versteht ihr? Das Ding 2. Gut. 4.500 Euro, ein Klacks, das kann sich jeder aus der Bordtasche leisten. 5 Euro am Tag. Wir haben die Möglichkeit, es zu mieten. Farbwechsel wäre noch interessant, aber wen juckt's? Wichtig ist, dass es funktioniert. So, die Lok sagt auch nichts. Die ist eigentlich zufrieden mit den ganzen Dingen hier. Ja, ziemlich, wie sie ausschaut. Wir haben da oben wohl irgendeinen Fill-Typ, aber da kommt der von Container. So, das hat nichts mit denen zu tun. Ja, mehr haben wir dazu nicht zu sagen. Er funktioniert. Ja, ist cool, zwei Hänger gleichzeitig ziehen, funktioniert schön in Kurvenlagen und so. Also, wer es mag, runterladen, wer nicht, einfach weitergehen. Mir gefällt ja, also, tschüss Leute.